So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie zu der heutigen Veranstaltungsreihe Islam und Umwelt recht herzlich begrüßen. Ich bin Kübra Daikilic und habe heute die Ehre, den heutigen Abend moderieren zu dürfen. So, Nächstenliebe, mit Nächstenliebe möchte ich anfangen. Nächstenliebe ist ein Begriff, der meist auf Menschen bezogen wird. Jedoch umfasst die Nächstenliebe auch die Liebe zu der Umwelt und gegenüber allen anderen Lebewesen. Die Nächstenliebe aktiviert auch bei dem Menschen den Willen, jemandem in Not zu helfen. Ich glaube, das kennen wir auch insbesondere bei Babys und Kleinkindern, weil sie ja besonders auch auf unsere Hilfestellung angewiesen sind. Babys können zwar ihre Hilfeschreie, Rufe nicht artikulieren, aber sie weinen. Sie können weinen und schreien. Und dieses Weinen und Schreien signalisiert uns, dass sie etwas brauchen oder Schmerzen haben oder sie sich in einer unbequemen Lage befinden. Dann wissen die Eltern Bescheid, okay, das ist ein Zeichen, ich muss jetzt agieren und dem Kind aus dieser Misslage heraushelfen. Es ist leider nicht immer so, dass wir solche Zeichen wahrnehmen können. Also bei Babys mit dem Schreien ja, aber es sieht jetzt bei Insekten nun mal anders aus. In dem Buch hier, das Verstummen der Natur, habe ich ein Zitat gelesen, das ich mit Ihnen gerne teilen möchte. Ein ganz kurzer Zitat. Es heißt, weil weder Wildbienen noch Käfer noch Schmetterlinge weinen oder schreien, wenn wir ihnen die Lebensgrundlage entziehen, bemerken wir deren leises Verschwinden im Einzelnen nicht. Zitat Ende. Das ist traurig, aber leider wahr. Nur weil die Alarmglocken, also Alarmglocken der Insekten, nicht so laut läuten wie manch andere Glocken oder weil für sie kein bundesweiter Warntag organisiert wird, heißt es lange nicht, dass sie nicht wichtig genug sind. Vor allem nicht dann, wenn die Menschen dafür verantwortlich sind, dass es den Insekten schlecht geht. Denn das System der Welt funktioniert nur dann, wenn alle Lebewesen zusammen agieren und sich gegenseitig leben lassen. Wir kennen die Redewendung leben und leben lassen. Leben und leben lassen spielt auch im Zusammenhang mit der Tier- und Pflanzenwelt also eine enorm wichtige Rolle. So viel aber meinerseits. Bevor ich aber das Wort Frau Dr. El-Maroufi übergebe, möchte ich sie Ihnen kurz vorstellen. Dr. Esma El-Maroufi ist am Zentrum für Islamische Theologie in Münster tätig. Sie hat sich in ihrer Dissertation auf die Grundzüge einer islamischen Tierethik fokussiert. Sie habilitiert zum Thema Theologie der Nachhaltigkeit. Sie beteiligt sich in diversen Netzwerken und Arbeitskreisen, unter anderem in Religion für biologische Vielfalt, Tier-Mensch-Studien und Europäische Gesellschaft für theologische Forschung von Frauen. So, bevor ich Sie aber jetzt lange warten lasse, gebe ich nun das Wort an unsere Referentin. Viel Spaß! Ja, hallo, guten Tag, beziehungsweise guten Abend alle beisammen. Ich freue mich sehr, zu Ihnen heute sprechen zu dürfen. Ich freue mich vor allem auch, dass so viele zu dieser Stunde zu uns gefunden haben. In meinem heutigen Vortrag beschäftige ich mich mit der Frage danach, wie sich Artenschutz aus einer islamisch-theologischen Perspektive überhaupt begründen lässt. Wenn ich also im Folgenden von Artenschutz spreche, vielleicht ganz kurz zunächst erstmal damit beginnend, weil viele doch den Begriff nicht ganz zuordnen können. Wenn ich also im Folgenden von Artenschutz spreche, dann versteht sich dieser nicht synonym zum Begriff Naturschutz, wie häufig geschehen, sondern als Teil dessen, also als Unterkategorie quasi des Naturschutzes. Eine der vielen Anforderungen oder Aufgaben des Naturschutzes
ist es eben auch Artenschutz zu betreiben. Artenschutz meint dabei eben den Schutz von Populationen, einzelnen wildlebenden Tieren und Pflanzenarten und ihrer Lebensstätte. Und als auch eben alle Maßnahmen, beziehungsweise zusammengefasst eben alle Maßnahmen zum Schutz dieser Tier- und Pflanzenarten, genau, werden eben in diesem Kontext als Artenschutz bezeichnet. Und man muss dazu natürlich sagen, das Thema Artenschutz, daher freue ich mich auch heute zu Ihnen sprechen zu dürfen und ich merke es auch an der Hand der Anfragen, die eintreffen, eintrudeln bei mir. Das Thema Artenschutz, generell eben Naturschutz, Umweltschutz, aber dezidiert auch Artenschutz, nimmt eine zunehmend größere Rolle ein. Spätestens seit dem Artenschutzbericht 2018 wurde das in vielen Menschen bewusst, vor allem durch die mediale Aufmerksamkeit. Dieser Bericht offenbarte, dass bis zu 130 Tier- und Pflanzenarten täglich aussterben. Über 1 Million weitere Arten sind vom Aussterben bedroht. Und allein in Deutschland, kann man sagen, sind es ca. 35% der einheimischen Tierarten und ungefähr 25%, also jede vierte Pflanzenart und jede dritte Tierart, die vom Aussterben bedroht ist. In Bayern zum Beispiel sind es sogar 40% der Tiere und Pflanzen, die entweder bereits schon ausgestorben sind oder eben gefährdet sind, auszusterben. Das heißt, diese Zahlen machen insofern Sorge, als dass erste WissenschaftlerInnen bereits von dem größten Artensterben seit Ende der Dinosaurierzeit vor 60 Millionen Jahren sprechen. Man diskutiert sogar über das sechste Massensterben oder das sechste Massenaussterben auch genannt. Unabhängig jetzt davon, dass diese Zahlen, als auch diese Frage nach dem sechsten Massensterben und dergleichen in der Wissenschaft sehr stark diskutiert wird, ob das überhaupt so gesagt werden kann, ob die Zahlen so geäußert werden können und dergleichen, weil wir immer noch eine Vielzahl an Arten gar nicht erfassen können. Denken Sie nur an die Weltmeere und an den Regenwald beispielsweise. Viele Arten sind uns noch unbekannt. Das heißt, die Zahl könnte weitaus höher, weitaus niedriger sein. Aber nichtsdestotrotz, das sind Zahlen, mit denen man halbwegs hantieren kann. Und feststeht, auch das hört man ja immer wieder, ja, Freunde, aber ein Aussterben ist doch ein natürlicher Prozess, eine Selektion, die ganze Erdgeschichte begleitet. Ja, das stimmt in der Tat. Aussterben gehört zur Menschheitsgeschichte und zur Erdgeschichte, also nicht nur zur Menschheitsgeschichte, sondern geht schon viel, viel länger zurück. Wir sprechen ja hier über Millionen von Jahren. Aber man kann festhalten tatsächlich, dass durch den Einfluss des Menschen das Artaussterben in den letzten Jahrzehnten sich bis zu verzehnfacht hat. Das heißt, wir beschleunigen diesen Prozess tatsächlich durch unser tagtägliches Verhalten. Darauf kommen, wenn wir heute zu sprechen kommen. Und entsprechend mag es natürlich, wie gesagt, daher nicht verwundern, dass eben nicht nur gesamtgesellschaftlich auf dieses Artensterben reagiert wird, sondern auch Religionen zunehmend mit dem Thema in ihren Religionen, mit diesem Thema in ihren Theologien sich auseinandersetzen. Das hat nicht nur damit zu tun, dass monotheistische Religionen oder Weltreligionen spätestens seit Darwin zunehmend für das zum Teil miserable Verhältnis von Mensch und Tier und Mensch und Umwelt verantwortlich gemacht werden. Hier sehen sich die monotheistischen Religionen nämlich immer häufiger mit dem Vorwurf konfrontiert, dass ihre Perspektive auf Umwelt, denken Sie, das, was immer wieder so einfach gesagt wird, ohne es im Kontext zu betrachten, Krone der Schöpfung im christlichen Kontext oder der Khalifa-Begriff im islamischen Kontext, auf dem ich heute zu sprechen komme, das seien eben Paradebeispiele dafür oder die Hauptursachen, weswegen wir es heute mit einem miserablen Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt zu tun haben. Und diese Vormachtstellung oder diese Überfokussierung auf den Menschen. Natürlich, muss man das Ganze kritisch betrachten, aber nichtsdestotrotz, das ist eben nicht der einzige Grund, warum Religionen sich da vielleicht noch stärker verantwortlich sehen, da sich zu positionieren. Es kommt natürlich auch, hängt auch damit zusammen, dass die Nachfrage an die Glaubensgemeinschaften, also hier dezidiert an die islamische Glaubensgemeinschaft, zunehmend steigt. Das heißt, die Religionsgemeinschaften erkennen die Wichtigkeit, immerhin prägen eben Religionen und somit auch der Islam noch heute die Werte vieler, vieler Millionen von Menschen. Und das wurde eben auch seitens der Politik, der Wissenschaft und zahlreicher NGOs erkannt. Also als Beispiel kann man hier zum Beispiel nennen, GIZ, die Gesellschaft für innovative Zusammenarbeit, die beispielsweise erkannt hat, dass mit Hilfe von Religionen bestimmte Werte, bestimmte Sensibilisierungsmaßnahmen, gerade wenn es um Umwelt- und Naturschutz geht,
viel besser funktionieren können, wenn Religionen mit ins Boot geholt werden. Da gibt es zum Beispiel ein Projekt, was ich jetzt jahrelang begleitet habe, in Jordanien oder in Marokko, in Indien, Projekte der GIZ, wo es darum geht, muslimische AkteurInnen und christliche AkteurInnen auszubilden und sich zu schulen. Umgekehrt haben wir viel mehr von ihnen gelernt wahrscheinlich als umgekehrt. Also diese Gruppen sind teilweise viel, viel weiter als wir hier in unseren Diskursen. Aber was zeigt das auf? Es zeigt, das Interesse ist da. Das Thema lebt, es kommt immer mehr zu tragen. Und vor allem dieser Aspekt, der immer wieder geäußert wird, vor allem hier im riesigen Kontext, mit dem ich immer wieder als Theologin, die sich mit dem Thema auseinandersetzt, konfrontiert werde, ist das Argument, ach, das ist doch ein absolutes Luxusthema. Diesem Thema können wir uns eigentlich nur dann zuwenden, wenn wir alle weiteren Probleme der Theologie, als wäre das Thema wirklich, beseitigt haben, dann können wir uns in diesem Thema des Artenschutzes oder als Oberbegriff des Natur- und Umweltschutzes überhaupt erst widmen. Und in der Tat kann man hier sagen, dass das für uns hier in Deutschland lebende Personen mit einigen Privilegien womöglich einfach zu sagen ist, weil uns der Artenverlust und der damit zusammenhängende auch Klimawandel bzw. Artenverlust als Folge des Klimawandels nicht so sehr tangiert wie in vielen anderen Ländern dieser Welt. Der Einfluss des Artensterbens auf die Bevölkerung ist in vielen, besonders auch in vielen muslimisch geprägten Ländern, sehr stark sichtbar. Man denke hier an Malaysia, an den Tschad, Sudan, Eritrea, Bangladesch, Pakistan, aber auch große Teile Indiens und dergleichen. Sie alle kämpfen Tag für Tag mit dem Artensterben. Das macht es zum Beispiel, kleines Beispiel, damit es ein bisschen praktischer wird, bemerkbar, wenn es zum Beispiel um das Thema Insektensterben vor allem geht, womit wir aber auch in Deutschland große Probleme haben. Und durch das Insektensterben fehlen die Hauptverantwortlichen für das Bestäuben der Pflanzenwelt. Das wiederum führt zu großen Problematiken in der Landwirtschaft. Das wiederum führt zu Ernteproblemen. Das wiederum führt zu Hungerproblemen, weil Kosten steigen für Getreide oder was auch immer. Und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein Teufelskreis, der hier sichtlich wird, der uns vielleicht hier in Deutschland lebenden Menschen nicht so real erscheint wie in anderen Kontexten dieser Welt, womit wir zu dem nächsten Punkt kommen, weshalb es wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Denn das Thema bedarf vor allem auch die Diskussion um Gerechtigkeit. Das Thema Gerechtigkeit spielt bei diesem Thema eine unglaublich große Rolle. Es geht hier nämlich nicht nur um die Frage nach globaler Gerechtigkeit, sondern auch Themen, die diese globale Gerechtigkeit tangieren. Es geht um Rassismus, um Spezismus, die hier auch eine Frage zum Beispiel eine Rolle spielt. Immerhin ist die Frage danach, wer Leidtragender auch ist im Kontext des Artenschutzes, eben nicht nur die Tiere und die Pflanzenwelt, sondern daraus folgend auch die Menschenwelt, spielt eine große Rolle. Wer überhaupt Mitverantwortlicher, Hauptverantwortlicher ist, wird immer hier wiederum diskutiert. Und vielleicht finden wir aber auch in der Fragerunde später die Möglichkeit, hierzu zu diskutieren. So, jetzt habe ich bereits einiges erzählt, aber eigentlich möchte ich erst in den Vortrag einsteigen. In den nächsten 20 Minuten habe ich mir vorgenommen, also wollte Ihnen einen umfangreichen Einstieg in die Thematik geben. Jetzt soll es aber in den nächsten, sagen wir lieber 25 Minuten, vor allem darum gehen, mit meinem bescheidenen Vortrag den Versuch zu unternehmen, einen Blick auf Natur und der ihr dazugehörigen Arten zu werfen und zu überprüfen, wie sie überhaupt koranisch gedacht werden. Und was sich in diesem koranischen Verständnis für Musliminnen ergeben kann und ergeben sollte. Das ist insofern tragend, dass wir quasi diese Basic erstmal legen, also diese Grundlage, also dass wir nur dann, wenn wir bestimmen, welche Rolle überhaupt Arten im koranischen Kontext zukommt und in der islamischen Theologie, wir überhaupt erst dann eine theologisch-ethische Begründung des Artenschutzes formen können. Beziehungsweise erst dann überhaupt bestimmen können, weshalb Artenschutz getan werden muss. Betreiben wir Artenschutz eigentlich für den Menschen? Also schützen wir die Bienen beispielsweise hier in Deutschland der Bienen wegen, weil wir davon ausgehen, dass es aus einer muslimischen Perspektive beispielsweise davon ausgehen, dass Bienen einen eigenen Selbstwert haben, einen intrinsischen Selbstwert haben? Oder schützen wir die Bienen beispielsweise lediglich aus anthropozentrischen Gründen? Also anthropozentrisch, also menschenzentriert, für den Menschen insofern, als dass wir sagen, wir werden Probleme haben, wenn Bienen aussterben. Wir als Menschen, als Spezies Mensch, also müssen wir die Bienen für uns selbst, quasi für uns und vielleicht maximal die nächsten Generationen der Menschheit schützen. Das sind zwei verschiedene Perspektiven natürlich auf Artenschutz. Und um diese Frage überhaupt beantworten zu können, muss man eben zunächst einmal die Grundlagenfragen beantworten. Und anschließend soll der Blick auf die Natur als Zeichenträger
als auch als Offenbarungsweise Gottes gerichtet werden. Das soll behilflich dafür sein, um die zwei Arten dieser Offenbarungsform Gottes zu erarbeiten und darzulegen, wie es sich in diesem Kontext mit einem möglichen, eben intrinsischen Wert der Natur verhält. Bevor wir eben zu guter Letzt zur Paradoxie der Zerstörung der Natur bzw. der Reduzierung von Arten aus einem muslimischen Selbstverständnis heraus beleuchten. Genau, dann würde ich sagen, starten wir. Ich habe vielleicht noch als kurze Anmerkung, ich habe bewusst, habe ich meinen Vortrag relativ viel gestrichen vorhin, vor so ungefähr einer halben Stunde, weil die Erfahrung der letzten Wochen über Zoom gezeigt hat, dass die Konzentrationsspanne, wenn man nicht gerade eine Präsenzveranstaltung hat, doch etwas kürzer ist. Und ich das Gefühl hatte, dass man aus den Fragerunden viel mehr mitnehmen konnte teilweise. Weswegen ich eben den Vortrag versuche, etwas kürzer zu halten. Und vielleicht hier und da auch etwas überspringe. Wenn Sie aber darüber Fragen haben, einfach gut mitschreiben oder einfach direkt in die Frage-Kommentare oder in die Chat-Funktion stellen. Und dann können wir das im Anschluss nochmal besprechen. So, kommen wir zur Natur. Also wie gesagt, wir kommen nicht drum herum, über die Natur zu sprechen, da die Arten sich natürlich als Teil dieser Natur verstehen. Also die Arten, die in der Natur zur Erscheinung, in Erscheinung treten. Hier sei zunächst einmal so viel gesagt. Eine radikal dualistische Anordnung, also von Mensch und Tier, diese stark dualistische Perspektive auf Mensch und Tier oder Mensch bzw. Schöpfung, bzw. Spezies Mensch und der restlichen Arten, also Art Mensch und die restlichen Arten, findet sich im koranischen Kontext erstmal auf dieser radikalen Art und Weise. Dass wir sagen, wir haben zwei Gegenpole, die ständig fast schon als Antithese auftauchen, die quasi immer als das, was das andere nicht ist, auftauchen, im Sinne von der eine, der alles kann und der andere, der quasi als das radikal Gegenüberstehende. So etwas lässt sich im Koran in dieser Radikalität nicht finden. Vielmehr lässt der Koran gar eindeutige Begriffe für das, was wir als das Gegenüber, sprich das ganz gänzlich andere des Menschen, man sucht nach diesen Begriffen quasi vergeblich, er lässt diese Begriffe vermissen, beziehungsweise vermissen klingt so, als würde man sie benötigen, also es ist schön, dass wir sie in diesem Kontext sogar nicht haben. Das heißt, dass wir das vor allem im Kontext von Mensch-Tier wahrnehmen, also der Begriff zum Beispiel Tier als Pendant zu Menschen hier, wie häufig gerade in der Antike, aber auch in der islamisch-christlichen Geistesgeschichte dann gearbeitet wurde, der Mensch dass das Tier als das, was immer als das Gegenteilige vom Menschen beschrieben wird, wird im koranischen Kontext insofern problematisch, als der Koran kein Pendant zu diesem Begriff hat. Also der arabische Begriff für Tier, der normalerweise im Alltag genutzt wird im Arabischen, ist Hayawan, der findet sich aber im koranischen Kontext in diesem Kontext, also nicht. Das heißt, wir finden viele weitere Begriffe, die versucht werden, für diesen Zweck zu verwenden, aber auch da merkt man ganz schnell, mal beziehen die Übersetzer vor allem und die Interpreten den Begriff auf das Tier, mal auf mehrere Gruppen, also jedes Mal wandelt hier die Verwendung dieses Begriffes. Das heißt, der Koran, wenn wir nach einem starken Gegenbegriff zur Natur suchen, zum Menschen suchen, werden wir nicht gleich mit der Natur offenbart, im Sinne von der Mensch, der nicht Teil der Natur ist, sondern einfach nur tatsächlich wie der deutsche Begriff Umwelt, den finde ich ja wirklich sehr unschön. Umwelt beschreibt ja so, als wäre der Mensch im Zentrum und alles andere um ihn herum und als würde er in keiner Interaktion fast schon zu dieser stehen. Vielmehr hat man das Gefühl, dass der Koran den Menschen als Teil der Schöpfung, als gemeinsamen Schöpfungshauses versteht, in welcher der Mensch aber in besonderer Weise ausgezeichnet ist. Und diese Auszeichnung wird jedoch nicht im Sinne einer Vormachtstellung verstanden, zumindest lese ich diesen Begriff in dieser Art und Weise, sondern vielmehr im Sinne eines Khalifa, das ist der arabisch zentrale Begriff, auf den ich später vielleicht zu sprechen komme, also als ein Auftrag, dem er nachzukommen hat. Daher finde ich den Begriff Stellvertreter, Sachwalter und sämtliche weitere Übersetzungsweisen häufig sehr problematisch. Stellvertreter Gottes, schon äußerst problematisch aus einer systematisch-theologischen Perspektive. Aber auch Sachwalter, das ist versachlich und instrumentalisiert schon fast wieder die ganze Geschichte. Ich benutze gerne den Begriff Beauftragter, also insofern der Mensch als im Auftrag Gottes, als Khalifa auf Erden handelt. Und als solcher kann der Mensch koranisch nicht ohne das andere. Das heißt, seine Bestimmung ist nicht selbstreferenziell, es ist nicht auf ihn bezogen, sondern stets auf das andere, was Mensch, Tier und Pflanzen sein können.
Der Koran denkt den Menschen also immer mit dem anderen, der er selbst nicht ist. Also der Mensch wird im Koran niemals vorgestellt als etwas Egozentrisches, was nur im, wo lediglich die Beziehung zu sich selbst erörtert wird, sondern der Mensch wird vorgestellt in Beziehung, Multi-Beziehung quasi, multiperspektivisch vorgestellt in Beziehung zu Gott, zu Mensch, zu Pflanzenwelt, zu Tierwelt. Gerade Propheten haben unglaublich viele, also ich finde sehr viele Narrationen im Koran über Beziehung zwischen Mensch und Tieren zum Beispiel. Ganz spannend. Darüber habe ich ja meine Doktorarbeit geschrieben. Also kürze es hier lieber ab, bevor ich hier zu weit gehe. Zugleich vermittelt uns aber der Koran auch ein vielfältiges Bild von diesem anderen, also diesem anderen, was eben nicht ich bin, sondern der Mensch oder die Tiere, die Pflanzen. Und damit von, ja, und damit von den ihr in, auch von den Arten, in welcher die Beziehung Gottes als Erschaffer, als Al-Khaliq zu seinen Geschöpfen, Al-Makhluq, eine interaktive ist. So weiß Allah subhanahu wa ta'ala im Koran zum Beispiel über jedes Blatt, das fällt. Koran 6,59. Zugleich lässt der Koran auch Teile der Natur sogar zu Worte kommen. Einzelne Arten werden kommen zu Wort. Sie gestalten dabei auch den Raum mit, in dem sie an Gott teilhaben. Das geschieht in der Art und Weise, als dass diese, dass sämtliche Arten als preisende, zu Gott hingewandte Wesen vorgestellt werden, die über je eigene Preislieder verfügen. So heißt es zum Beispiel im Koran, die sieben Himmel und die Erde und alle ihre Bewohner preisen ihn. Es gibt nichts, was ihn nicht nur preisen würde, aber ihr versteht ihr Preis nicht. Er ist mild und bereit zu vergeben. Das finde ich eigentlich einen ganz schönen Aspekt, den man hier auch noch umfänglich diskutieren könnte. Was bedeutet es, dass also was für eine ontologische Bedeutung hat das auch nochmal? Aber das ist jetzt zu philosophisch. Vielleicht, wenn jemand sehr interessiert ist, kann man das in der Fragerunde diskutieren. Genau. Was aber auch super, sehr spannend ist, ist, dass die Natur, beziehungsweise auch die ihr innewohnenden Arten, also die alle Arten als Unterstützerin der Sache Gottes verstanden werden, ohne dass der Begriff jetzt der Art hier verwendet wird. Das habe ich, sollte ich vielleicht hier erwähnen. Also der Koran spricht von Tiergruppen vor allem, von Pflanzengruppen, vereinzelt nennt sie auch einzelne Pflanzen tatsächlich konkret, aber der Koran spricht hier eher tatsächlich über einzelne, also zum Beispiel die Fliegenden, das Fliegende im Sinne von die Vögel, die Fische, das Vieh und so weiter und so fort. Also er benutzt, wie schon gesagt, nicht einen Begriff für das homogen andere oder homogenisiert, also das, was wir versuchen zu vereinheitlichen, sondern spricht in Kategorien. Oder eben im Sinne von Schöpfung, wo dann der Mensch mitgedacht wird und so weiter und so fort. Jedenfalls wird die Natur auch als Unterstützerin der Sache Gottes verstanden und unterstreicht durch ihr Sein auch Gottes Sein. So wird sie als Ayah, das ist der arabische Begriff auch für Wunder, für Zeichen, kosmisches Zeichen verstanden. So wird sie beschrieben und sie wird verstanden als insofern, Moment, muss ich mal kurz hier, genau. So heißt es zum Beispiel im Koran, und wir haben Himmel und Erde, was dazwischen ist, nicht zum Zeitvertreib geschaffen. Also alles Erschaffen hat dabei seinen eigenen Platz in der Schöpfung. Das ist natürlich sehr wichtig, wenn wir über Artenvielfalt sprechen und Artenschutz. Denn hier wird klar, alles, was erschaffen wird, und das wird immer wieder wiederholt im Koran gesagt, also alles, was von Gott gewollt wurde in seinem Akt des Schaffens, ist bewusst in der Welt platziert worden und erfüllt demnach seinen Zweck innerhalb des Schöpfungshauses. Das heißt auch zum Beispiel in einem anderen Koran-Vers, in der Erschaffung von Himmel und Erde und im Aufeinanderfolgen von Tag und Nacht liegen Ayat, also Zeichen, für diejenigen, die Verstand haben und so weiter und so fort. Das heißt, immer wieder wird hier die Natur, oder werden hier quasi Natur und dementsprechend auch die Arten, also alles ihr innewohnende, lebende, als Zeichen Gottes, als Beweis Gottes, als Emblem für das Sein Gottes verstanden. Und die Tatsache, dass eben nichts ein grundloses Dasein fristet, wird eben daher auch mehrfach im Koran wiederholt. Jedes Geschöpf, jede Art erfüllt ihren je eigenen Sinn in diesem ganzheitlichen, zu betrachtenden Gesamtgefüge des Kosmos. Und eigentlich könnte man hier sagen, jetzt ist der Vortrag beendet. Ich habe einen Artenschutz eigentlich schon damit, könnte man jetzt noch mal ein bisschen ausformulieren, ein bisschen philosophisch ausdiskutieren. Und dann könnte man damit aus einer islamisch-theologischen Perspektive durchaus einen Artenschutz schon generieren. Weil Gott eben bereits mit dem Akt des Schaffens und mit dem Akt der Zuschreibung einer Sache schon einen Mehrwert gegeben hat, demzufolge sie will. Und eine Zerstörung würde einer Verneinung gleichkommen. Und daher ist auch eben in dieser Zuwendung Gottes aus und seiner Entscheidung aus etwas, was nicht war, nicht Seiendes war,
sein, das zu machen, bereits eben diese Zusprechung des Eigenwerts könnte man eben hieraus schon ableiten, beziehungsweise auch stark machen, mit weiteren Versen aus dem Koran selbstverständlich. Denn wie gesagt, dieser Aspekt sei, Gott erschafft, indem er sei, indem er eine Sache bestimmt, als Kunden, für ihr Kunden, also sei und sie ist. Das heißt, jegliche existierende Sache, sei es eben die Mücke, die Wespe, alle Insekten oder alle Arten, sind von Gott gewollt und bejaht worden. Daher stellt sich natürlich die Frage, inwiefern es eben ein Paradoxon darstellt aus einem muslimischen Selbstverständnis, wenn man sich der Natur auf missbräuchlicher, verschwenderischer und vor allem zerstörerischer Weise bedient, verneint man doch mit diesem, mit der Zerstörung von dem, was Gott möchte, Gott gewollt ist. Und das nimmt natürlich noch eine weitere Dimension ein, wenn wir den nächsten Aspekt betrachten, und zwar die Natur als Emblem Gottes, als Zeichenträger Gottes, wenn man sie so benennen möchte. Insofern Gott der Natur und damit auch den Arten eine weitere Funktion zuschreibt, und zwar als Zeichen. So heißt es in der Erschaffung von Himmel und Erde und in aufeinanderfolgen von Tag und Nacht liegen Zeichen für diejenigen, die Verstand haben. Die Natur wird demnach mehrfach im Koran als wesentliches Zeichen Gottes dargestellt. Immer wieder ist davon die Rede, dass bestimmte Arten auch, also auch Tierarten, Pflanzenarten, die Dattelpalme wird natürlich oft erwähnt, Kamele werden oft erwähnt, die Kuh wird genannt, selbst die Mücke, auf die Gott schwört. Sie werden genannt im Kontext von fast schon kosmologischen Gottesbeweisen. Sprich, Gott verwendet diese Tiere, um zu sagen, schaut sie euch an und dann erkennt ihr mich und dann findet ihr einen Weg zu mir quasi. Und das war auch eine Interpretation, die wir in der islamischen Mystik vor allem sehr, sehr stark finden. So wird daher der Begriff der Ayah, wie wir ihn hier sehen, im koranischen Kontext zweifach verwendet. Wir finden den Begriff Ayah im Kontext von, wie übersetzt, Zeichen, Wunder oder Beweis, wie er eben wie im oben genannten Koranvers zu sehen ist. Und wir finden den Begriff Ayah als die kleinste Texteinheit des Korans. Und diese zweifache Verwendung des Begriffs Ayah ist insofern stimmig, begreift der Koran eben jeden Vers, also jede Ayah, in der Tat nicht nur als diese schriftlich kleinste Texteinheit, den Koran, sondern er begreift sie auch als ein Zeichen, das sich in beiden Verwendungsarten dieses Begriffes, in beiden Begriffen die Allmacht Gottes zu tragen kommt. Also das würde bedeuten, Ayah, wie wir sie eben kennen, im Koran als die kleinste, als der Koranvers ganz einfach ausgedrückt, ist für sich stehend ein Beweis Gottes. Und gleichzeitig ist aber auch die Ayah das, was mich umgibt, das, was die kosmologische Perspektive, die ästhetische Perspektive auf Welt. Entsprechend kann man in diesem Kontext gar von zwei Offenbarungsweisen Gottes sprechen. Und das ist ein Aspekt, der in der islamischen Geistesgeschichte häufig verwendet wurde, dass Gott zu uns über zwei Ayat, also er hat den Weg der textuell bestehenden Schrift gesprochen, das, was quasi heute in gedruckter Version vor uns liegt, und einmal in kosmologischer Ebene. Das heißt, wir haben zum einen die kosmische phänomenale Offenbarung, das ist das, was uns umgibt, und wir haben die textuell bestehende Offenbarung, das ist der Koran, beziehungsweise sämtliche Texte, die Gott herabgesandt hat. Und immer wieder in diesem Kontext sei auch genannt, spricht, also um das nochmal zu unterstreichen, so kann man auch sagen, dass Gott selbst im Koran immer wieder auffordert, unduru, also schaut, also im Imperativ, schaut doch, was im Himmel und auf Erden ist, aber Leute, die nicht glauben, helfen die Zeichen, die Warnungen nichts. Also immer wieder ruft Gott dazu auf, schaut in den Himmel, schaut in der Erde, schaut in der Erschaffung der Tiere, schaut bestimmter Tiere, schaut in der Erschaffung von eben Tag und Nacht und dergleichen, und darin wird es Zeichen für euch geben. Das heißt, es gibt zwei Zugänge zu Gott, die möglich sind, und aufgrund dessen eben auch diese zwei Möglichkeiten der Offenbarung. Wir haben daher etwas, was übrigens auch im christlichen Kontext sehr stark diskutiert wird, noch sehr, sehr, sehr interessante und spannende Abhandlungen darüber gibt es, vor allem im christlichen Kontext, aber eben auch im islamischen Kontext. Im islamischen Kontext wurde vor allem über Al-Quran, bitte entschuldigen Sie die fehlende Transkription, Al-Quran al-Tadwini und Al-Quran al-Tekwini gesprochen, aber nicht nur der Begriff von Al-Quran al-Tekwini, es wurde zum Beispiel auch Al-Quran, Al-Kitab al-Mastur wurde gesprochen, Al-Kitab al-Mastur für die textuell bestehende Offenbarung, das heißt der textuell bestehende, der Buch, oder das Buch, was als Text vorliegt,
und ein Kitab al-Mandur, Mandur von sichtbar, das Buch, was sichtbar ist. Das heißt, in der Offenbarungsgeschichte gibt es auch immer wieder Texte, wo dann so etwas zu lesen ist wie, ich schaute in den textuell bestehenden Offenbarung, also Koran al-Mastur, und daraufhin wurde ich animiert, hinauszugehen und in die Natur zu blicken, um das andere Buch Gottes zu verlesen. Das heißt, die Frage ist, warum erzähle ich das natürlich alles? Die Frage ist, was macht es mit dem muslimischen Selbstverständnis oder was macht es für die islamische Theologie, wenn diese Perspektive mit hineingebracht wird? Wenn wir die Natur und mitsamt ihrer Arten als Teil der Offenbarung Gottes verstehen, als eine weitere Offenbarungsweise Gottes, die andere bedingt. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Das heißt, beide Offenbarungsweisen treten eben nicht unabhängig voneinander auf, sondern sie brauchen sich gegenseitig. Das heißt, bestimmte Dinge werden mir aus dem Koran greifbar gemacht, indem ich hinausgehe und indem ich wiederum mich draußen befinde, werden mir bestimmte Sachen wieder besser bewusst, die ich im Koran verlesen habe. Das heißt, um die Zeichen Gottes zu enträtseln, wenn man das so nennen möchte, oder zu dekodieren, benötige ich tatsächlich in diesem Kontext daher den Koran, der mir dabei hilft, diese Chiffren zu entziffern. Das, was ich quasi in dieser Alam al-Shahada, in dieser Welt des Sichtbaren erkenne, in der kosmologischen Welt. Wir können also demnach festhalten, neben der koranischen Offenbarung, die über den Wahi, den Geist, oder wie auch immer man den Begriff übersetzen mag, Wirklichkeit wurde, ergänzt Gott eine Dimension, eine visuelle, nennen wir sie mal visuelle oder ästhetisch-ontologische Ebene, die Natur mit all ihren Arten. Und diese dient als kosmische Offenbarung, als sichtbare, phänomenale Offenbarung, welche Gott so sehr wertschätzt, dass er mehrfach über ihre Perfektion, über ihre Schönheit und dergleichen spricht. Alles Erschaffene verfügt demzufolge über einen gemeinsamen Ursprung, Gott. Und dabei bedient sich eben Gott der Natur als Schöpfung, um sich den Menschen zu offenbaren. Und diese Tatsache alleine müsste eigentlich genügen, um darzulegen, weshalb alle Arten als solche schützenswert sein müssten und aus einem muslimischen Selbstverständnis geschützt werden müssten, aus einer ethischen Perspektive. Hat die Natur und ihre Arten bereits durch diese Erschaffung eben eine Zuwendung Gottes erlangt. Und entsprechend mag es daher nicht verwundern, wenn wir in der islamischen Geistesgeschichte mannigfache Gedichte, Erzählungen und dergleichen finden, wo es darum geht, wie verschiedene DenkerInnen und GelehrtInnen hinausgingen und von Spaziergängen in der Natur berichten. Ganz klassisch natürlich Said Nursi, der unglaublich viel geschrieben hat. Wir finden viel bei Rumi, aber auch bei Ghazali finden wir tatsächlich einiges, der an sich eigentlich einige Aspekte geschrieben hat, die problematisch sind zu Tieren. Aber nichtsdestotrotz auch eben diese Perspektive auf Natur und mitsamt ihrer Arten insofern als schützenswert beschrieb, als dass diese, aber natürlich der Perspektive ist oder der Grund ist eine andere oder eine Motivation, aber dass diese mich immer wieder an Gott erinnern. Daher finden wir auch Erzählungen, wo es so heißt, dass Menschen durch die Natur wanderten und überall, also so tief im Gebet waren, dass sie selbst die Gebete der Vögel oder der Arten wahrnahmen. Das heißt, sie liefen herum und hörten an jeder Stelle, wie alles Gottes Name. Immerhin, wie ich zu Beginn sagte, alles heißt es koranisch, preist Gott. Und diese Perspektive ist man dann eben hinausgegangen. Genau, das heißt, auf diese Art und Weise kommen wir eben zu diesen zwei Offenbarungsweisen, die dazu auch führen, dass es zum Beispiel, jetzt habe ich den Namen vergessen, von dem türkischen, also in der Türkei gibt es einen Orden, auf der asiatischen Seite, Istanbul ist das, weiß ich noch, da gibt es sogar auf die Straße, die nach benannt wurde, die Straße der Vegetarier heißt die, und zwar war es ein Orden, der im 14., 15. Jahrhundert dort vor allem sehr aktiv war, ich glaube bis zum 18. Jahrhundert noch war er dort sehr stark vertreten, und der Orden zum Beispiel führte irgendwann ein vegetarisches Nahrungsgebot ein, weil diese eben sagten, wie können wir das zerstören, was Gott preist, also wie können wir Gottes Preis reduzieren, das heißt, wir müssen alles möglichst erhalten lassen, ohne etwas zu zerstören von dem, was Gott quasi uns gegeben hat. Und das führt sogar so weit zu sagen, weil dieser Gedanke wurde dann so weit geführt, dass man gesagt hat, indem da ein Tier getötet wird oder generell auch das Pflücken einer Pflanze, selbst das Pflücken einer Pflanze, würde dazu führen, dass die Perspektive auf dieses Mitgeschöpf zerstört wird. Und weswegen man sich eben enthalten hat vom Pflücken von Pflanzen, sinnlosen Pflücken von Pflanzen, bis hin eben zum Töten von Tieren.
Genau, also was kann festgehalten? Kommen wir jetzt kurz zum Fazit. Es wird jetzt ein bisschen länger. Das waren die 5 Wegmarken, die überspringe ich jetzt mal ganz kurz. Das sind die 5 Wegmarken, vielleicht ganz kurz ein vielleicht können wir darüber in der Diskussion sprechen. Das sind 5 Wegmarken, die ich formuliere, die Basis einer solchen islamisch-theologisch begründeten Artenschutz, eines solchen islamisch-theologisch begründeten Artenschutzes markieren. Genau. Ich lasse es aber ganz kurz stehen. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt zum Fazit kommen, kann festgehalten werden, wenn von Arten und Spezies die Rede ist, dann kann koranisch nicht davon die Rede sein, dass es sich hier lediglich um eine Art mechanische, lediglich auf den Menschen hin erschaffene Naturerscheinung handelt. Also denken wir hier vor allem an Descartes. Vielleicht ist er einigen von Ihnen ein Begriff. Descartes sprach zum Beispiel, wenn er über Tiere sprach, darüber oder davon, dass Tiere ja leblose Maschinen seien. Das heißt, wenn wir uns die Narrationen des Korans anschauen, merken wir, nein, die Tiere dort, alle Arten, selbst die Pflanzen sind dort lebendig. Sie preisen Gott. Wir sind in ständiger Interaktion zu Gott oder stehen in ständiger Interaktion zu Gott. Spannenderweise gibt es ein eigenes Verhältnis zwischen Gott und dieser nichtmenschlichen Schöpfung, sodass es eigentlich gar nicht des Menschen bedarf, der hier als Vermittler eintritt oder dergleichen. Das heißt, im Koran finden wir tatsächlich auch erste Ansätze, die uns aufzeigen, dass diesen Arten ein intrinsischer, eigenständiger Selbstwert zugesprochen werden kann. Es soll heißen, unabhängig davon, ob wir Nutzen von diesen Arten haben oder nicht, gibt ihnen Gott, auch in der Tradition zu Noah stehend, die Möglichkeit oder die Aufforderung, diese zu schützen. Also fernab davon, ob eben, wenn wir bei der Biene bleiben, die Biene mir einen Mehrwert gibt oder einen Mehrwert für mein Leben, ob ich einen Mehrwert erkenne, einen sichtlichen, pragmatischen, funktionalen Mehrwert, gilt es hier, die Biene zu schützen, weil Gott sie in seinem Akt des Erschaffens erschuf, sich ihr bejahend zuwendete und sie so derart wollte, als dass er beschloss, dass sie Teil dieser Schöpfung ist. Und sie zu zerstören, wäre in diesem Kontext, wie schon genannt, eine Verneinung. Und nicht nur, weil sie uns eben als Offenbarungsweise Gottes dient, sei dann zum Beispiel diese Biene oder die Arten insgesamt zu schützen, oder weil wir sonstigen weltlichen Nutzen von ihnen ziehen, vielmehr eben aufgrund dieses Schaffungsprozesses, aber auch fernab ihrer Funktionalität, aufgrund ihrer Bestimmung, aufgrund der Tatsache, dass Gott mehrfach im Koran dazu auffordert, das ist hier mit dem Begriff Miseln gemeint, das Gleichgewicht auf Erden einzuhalten, was eben hierzu gehört. Und eben in der Tradition Noah stehend, der eben alle Tiere oder alle Arten, im Koran wird nicht von Tieren explizit gesprochen, sondern von Arten und Paaren, alle Paare und damit auch Arten auf der Arche Noah quasi Zuflucht finden ließ. Und betrachten wir eben diese genannten Punkte unter Angesicht der durch Menschen verursachten ökologischen Krise aufgrund von Umweltverschmutzung und Ausrottung, scheint eben dieser Umgang mit Natur und ihrer Arten aus muslimischer Perspektive für mich sehr paradox. Beobachtet man nämlich, wie man, das kennen viele von Ihnen vermutlich, entweder aus der eigenen familiären Tradition heraus oder vielleicht hat man das bei muslimischen FreundInnen beobachtet, dass der Koran, in der schriftlich zusammengetragenen Koran, als die niedergeschriebenen Ayat Gottes, häufig in Seide verpackt werden, in verzierten Boxen, in den schönsten Regalen ihren Platz finden. Und dann scheint es schon fast makaber, wie mit den einen Ayat, dem schriftlichen Ayat, umgegangen wird und mit den anderen Ayat in Form von der Artenvielfalt umgegangen wird. Und hier wollte ich noch zu guter Letzt noch schnell eine Erzählung berichten, die ich sehr gerne erzähle, wenn ich über dieses Thema berichte. Es geht eben darum, wie mein Bruder und ich, 11 Jahre alt damals, meiner Mutter beim Aufräumen halfen und meinem Bruder damals beim Staubwischen der Koran versehentlich aus der Hand fiel. Und ich erinnere mich besonders an den Aufschrei meiner Mutter, wie sie panisch hinter dem Koran griff und voller Ehrfurcht, ich erinnere mich, ich habe hier gerade den Koran liegen, voller Ehrfurcht nahm sie ihn dann zu sich und küsste ihn und fast schon liebkoste ihn auf einer für mich damals als Elfjährige schon fast befremdliche Art, wie sehr es sie zu zittern schien, dass der Koran quasi hinfiel. Als größter Respekt, aber auch schon fast Liebe, die sie ihm gegenüber empfand und wie sie sanft über ihn strich und ihn an den Ort zurückstellte und mein Bruder dabei ermahnte, in Zukunft sehr vorsichtig mit dem Koran
mit den Worten Gottes umzugehen, weil sie eben uns anvertraut fanden. Und dieser Umgang mit dem Koran begegnet mir seitdem immer, immer wieder. Mehr noch, es berührt mich, mit welcher Ehrfurcht über viele Traditionen und auch vielen Generationen hinweg Musliminnen mit dem Koran umgehen. Und auch heute noch, viele von Ihnen begegnen dem Koran sicherlich auch mit dieser Ehrfurcht, eben möglichst im besten Reinheitszustand den Koran anzufassen. Aber nicht der Hülle wegen, sondern mehr noch wegen des Inhalts. Denn wenn man als Muslim bzw. Muslima das, was man eben in der Hand hält, als Wort Gottes versteht, kommt man nicht drum herum, dieses Wort Gottes schützen zu wollen. Und daher frage ich dann nachher auch immer, wie Sie wohl reagieren würden, wenn ich diesen Koran geben würde und eine Seite aus dem Koran zerreißen würde. Einfach nur, um es gemacht zu haben und Ihnen zu zeigen, was würde es in Ihnen für ein Gefühl wecken? Was würde es mit Ihnen machen, aus einer kulturellen, religiösen Erziehung vielleicht heraus, einer traditionellen, traditionellen muslimischen Umgang, einem respektvollen, liebevollen Umgang mit dem Koran? Was für ein Gefühl würde es wohl auslösen, wenn man eben diesen Koran zerreißt? Der Koran, der öfter schon zerreißt wurde, wofür Menschen auf die Straße gingen, um zu demonstrieren. Obgleich wir wissen, dass es nichts vom Wort Gottes reduzieren würden, würden wir erzittern aus dem muslimischen Selbstverständnis. Zumindest würden viele wahrscheinlich erzittern. Aber wieso erzittern wir? Weshalb lässt selbst der Gedanke, dass ein Blatt das zerstört wird, und es ist eben nur ein Blatt eigentlich an sich, uns erzittern? Weil sie die Botschaft Gottes an uns ist oder weil sie seine Zuwendung an uns ist durch seine Worte, weil sie sein Emblem oder weil sie ein Emblem seiner Anwesenheit darstellt. Ich kann das alles nachvollziehen. Doch was, wenn genau das tagtäglich eigentlich geschieht? Wenn die Offenbarung Gottes eben auf diese Art und Weise eigentlich beschmutzt und ja gar zerstört wird. Nicht zuletzt wurde seine Offenbarung zerstört. Die waren jetzt wochenlang, als vor kurzem der Regenwald brannte und immer noch teilweise immer wieder leider brennt. Die Frage ist demzufolge, wie gehen wir damit um, dass tagtäglich Zeichen Gottes brennen, dass tagtäglich Arten minimiert werden und wie schaffen wir es, eben diese Arten wieder Einzug finden zu lassen in die Arche und nicht nur jene Arten Berücksichtigung zu lassen, die uns nützlich sind oder die uns aufgrund unserer kulturellen oder unserer Sozialisierung oder was auch immer näher verwandt zu sein scheinen. Denken wir an den Umgang hier mit Hunden im Vergleich zu anderen Kontexten. Wie gehen wir mit diesen Aspekten um? Es gilt also zu guter Letzt, uns bekehren zu lassen, vielleicht, wenn man den Begriff hier benutzen möchte, was der einzig auf die Interessen des Menschen ausgerichtete Blick auslösen kann. Denn nicht selten wird eben der Koran in den letzten Jahrzehnten nur auf die menschlichen Interessen hin. Nicht mal das also ausgelegt, denn hier werden auch weitere Perspektiven häufig fehlen. Und ich glaube, das kann eben nur dann geschehen, wenn vor allem die islamische Theologie sich für eine große Transformation im Denken einsetzt, wenn nur wiederholt davon gesprochen wird, dass die Bewahrung der Schöpfung wichtig ist, wird das eben langfristig nicht ausreichen. Das ist sowieso schon problematisch, von der Bewahrung der Schöpfung zu sprechen, als dass der Begriff suggeriert, dass die Einhaltung des Ist-Zustands bereits in Ordnung wäre. Also als wäre die Bewahrung der Schöpfung bedeutet, ist ja alles gerade in Ordnung, wir müssen das gerade nur so belassen. Das ist daher schon problematisch. Vielmehr müssen wir uns eben daher theologisch, theoretisch vor allem, stärker für eine nicht anthropozentrische, also nicht auf den Menschen fokussierte und ganzheitliche und spirituelle Leseart der eigenen Tradition stark machen, die sich inklusivistisch dem Thema annimmt. Und dazu zählt vor allem auch die Berücksichtigung von Machtdiskursen, was mir auch immer wieder wichtig ist. Sprich auch Herrschaftsansprüche, die die Auseinandersetzung mit diesen Dualismen, Mensch-Tier, Mensch-Umwelt oder Mitwelt, Mann-Frau, Schwarz-Weiß und dergleichen zur Folge haben. Also es müssen gesamtgesellschaftliche Herausforderungen verstärkt bedacht werden, sodass eben sowohl ökologische, ökonomische, aber auch politische und spirituelle Gegebenheiten in einer Theologie der Nachhaltigkeit, die den Artenschutz natürlich primär auch mit im Blick hat, Berücksichtigung erfahren. Nur auf diese Art und Weise kann man eben ganz im Sinne von Verantwortlichen, von Khalifa, Antwort geben über den Umgang mit Preisenden, mehr noch über den Umgang mit Gottgewollten. Vielen Dank. Genau, jetzt habe ich die... Aber ich glaube, es braucht nicht. Ist irgendwas durcheinander gekommen. Ja.
Vielen, vielen Dank für die schöne Präsentation und die Ausführungen. Ich bin echt froh, dass ich heute moderieren darf, weil als Moderatorin darf ich die ersten Fragen stellen. Seitdem du angefangen hast, muss ich irgendwie daran denken, wie undankbar wir eigentlich sind. Also selbst dieser Begriff Luxusproblem, ich glaube, wir haben jetzt spätestens nach dieser Veranstaltung, nach dieser Präsentation gesehen, dass dies wirklich kein Luxusproblem ist, sondern ein ernstzunehmender Problem ist. Und ich musste daran denken, wie schön wir Menschen es eigentlich hier auf der Welt haben mit den ganzen anderen Lebewesen zusammen, weil ohne die Tiere, ohne die Pflanzen gäbe es ja auch keine Menschheit. Ich meine, Bienensterben ist natürlich so ein großes Thema, aber ich möchte hier auch irgendwie auf die Resultate aufmerksam machen, was die Tiere eigentlich zustande bringen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt frühstücken und da auf dem Tisch ist Honig zum Beispiel. Woher kommt dieser Honig her? Ja, von den Bienen. Gäbe es die Bienen nicht, dann wäre der Honig gar nicht da. Also solche Kleinigkeiten, was wir im Alltag eigentlich haben, das ist für uns leider selbstverständlich. Ich gehe zum Supermarkt und kaufe mir einfach meine Honig. Nein, so selbstverständlich sollte es nicht sein. Und ich finde, das ist wirklich schade. Und das kommt, glaube ich, wirklich daher, dass wir einfach undankbar sind. Dankbar für alles einfach zu sein, diese Sensibilität wieder aufzuerwecken. Und das ist ja eigentlich auch unser Ziel mit dieser Veranstaltungsreihe, dass wir uns wirklich, egal jetzt ob Muslime oder andere Religionszugehörige oder keiner Religionszugehörige man ist, also diese Sensibilität, diese Nächstenliebe, was ich am Anfang auch nochmal hineinbringen wollte, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und im Koran, du hast es ja auch selber nochmal erwähnt, das sind zahlreiche Verse, die wirklich anfangen mit schau oder seht ihr nicht oder nur die, also dass wir darüber wirklich denken sollen und wirklich mal hinsehen sollen. Ich meine, nicht nur einfach, ja, schön Natur, das gehört sich doch so. Nein, es gehört sich nicht so. Es ist so, weil Gott es so erschaffen hat und weil dieses schöne System einfach wirklich so existiert, wie damit der Mensch eigentlich zufrieden ist. Ich musste auch irgendwie denken, selbst wenn der egoistischste Mensch da ist, der müsste ja eigentlich für Artenschutz sein, weil ansonsten bekommt er seinen Honig auch nicht. Also solche kleinste Details, die auf denen kommt es ja drauf auch nochmal an. So, jetzt habe ich keine Frage formuliert, weil ich unbedingt das noch loswerden wollte. Und genau. Ich finde, oder als Frage formuliert, meinst du oder kann man die Tiere als Wegweiser sehen? Mit Wegweiser meine ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Söhne Adam und Eva denke, Habil und Kabil, bei denen war es ja so, der erste Mord und somit auch der erste Mensch, der begraben worden ist. Und Kabil schaut das ja von den Vögeln, also Tieren ab, wie er seinen Bruder zu begraben hat. Also die Vögel zeigen quasi dem Menschen, wie er seine Aufgabe zu erledigen hat. Könnte man dann vielleicht behaupten, dass Tiere oder andere Lebewesen Wegweiser sogar für den Menschen sind? Ja, vielen Dank. Das ist spannend. Ganz gute Frage. Ich gehe auch gerne darauf gleich ein. Vielleicht nur ganz kurz nochmal zunächst zu dem, was du zunächst zuvor sagtest, bezüglich des Luxusproblems. Das möchte ich dann doch gerne nochmal ergänzen. Denn in der Tat, wirklich muss man natürlich berücksichtigen, dass die theoretische Auseinandersetzung, also die, was ich gerade auch zum Beispiel hier betreibe und dergleichen, in der Tat insofern ein Privileg darstellt, als dass ich mich nicht mit existenziellen Ängsten und Sorgen umgeben muss. Das heißt, wurde das sogar gefragt, ich bin immer so frei und arbeite das ganz kurz mit ein, damit ich eben auf diesen wichtigen Aspekt doch zu sprechen komme, den ich ergänzen wollte. Es wurde von einem Selman Pack gefragt, wie erklären Sie sich, dass das Thema Umweltschutz eher in westlichen Staaten thematisiert wird und in Ländern, in denen mehrheitlich Muslime leben, eher nicht präsent wird. Das hängt natürlich, also diese Frage wird oft gestellt, aber da muss man sich natürlich nach den, also da muss man überhaupt zwei Dinge unterscheiden, eben die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema und die praktische Auseinandersetzung. Gerade die praktische Auseinandersetzung mit der Thematik ist meistens unglaublich gut bereits getan,
Und wir unterschätzen das in unserer eurozentrischen Perspektive, weil wir denken, wir sind die Einzigen, die zu dem Thema viel machen. Aber vieles läuft auf subtile Art und Weise. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in Marokko oder in Malaysia, Jordanien oder wo auch immer nach Büchern zum Thema islamischer Umweltschutz suchen oder islamischer Artenschutz oder dergleichen, werden wir nicht finden. Wenn wir was zum Thema Umweltschutz suchen, werden wir finden. Das heißt, auch die Vorträge, die dazu gehalten werden, werden häufig gar nicht islamisch nochmal deklariert oder das Islamische wird weggedacht. Warum? Weil das Thema für sie schon so in Religionsausübung dazugehörig verstanden wird, dass es nicht nochmal eine extra Betonung des Islamischen benötigt. Das heißt, ich muss meiner Tante in Marokko zum Beispiel nicht unbedingt erklären, dass der Prophet Mohammed, Friede sei auf ihm, wollte, dass sie mit Wasser sparsam umgeht, weil es islamisch so gewollt ist, auch aus einer islamisch-ethischen Perspektive, sondern vielmehr tut sie es, weil es für sie selbstverständlich so etwas ist, ihrem islamischen Sein oder zu ihrem muslimischen Sein dazu gehört. Und das ist, glaube ich, das, was wir da halt oft nicht beobachten oder nicht wahrnehmen, dass viele schon fast eine so eine kulturelle, traditionelle Ebene erreicht hat, die mitschwingt in diesem Kontext, die aber sehr religiös konnotiert, beziehungsweise sehr religiös behaftet ist. Dass es also religiöse Narrationen, religiöse Zuschreibung des Propheten einfach über Jahrhunderte mitgetragen wurden und die Menschen bis heute ihren Werten geprägt haben. Das zum einen. Und das heißt auch im Umgang mit den Arten, also gerade im Umgang mit bestimmten Tieren natürlich, sieht man das auch, dass man zum Beispiel in vielen Ländern noch Spinnen schützt, weil man sagt, sie hatten auch den Propheten Mohammed geschützt, oder dass man mit bestimmten Tieren besonders mild umgeht, mit Katzen zum Beispiel, weil man sagt, der Prophet Mohammed hat sehr oft über Katzen gesprochen, waren ja auch so seine Lieblingstiere. Das heißt, da spielt das schon eine große Rolle. Und das ist mir vor allem bewusst geworden, als ich selbst in Jordanien war, für ein Wasserprojekt, da ging es darum, weil Jordanien hat ja unglaublich stark mit Wasserknappheit zu kämpfen, vor allem jetzt auch noch mit zunehmenden geflüchteten Menschen, ist das Problem immer relevanter für die Menschen dort vor Ort. Und wir dachten damals mit unserer eurozentrischen Perspektive auf Welt, wir in Europa kommen jetzt nach Jordanien, erklären, wie so Umweltschutz funktioniert und dass man Wasser sparen muss und dergleichen. Und ich musste überrascht feststellen, dass die Menschen dort schon viel weiter mit dem Thema sind, dass zum Beispiel bereits Wasseraufbereitungsanlagen in den Moscheen existieren, mit denen dann zum Beispiel das Wasser von Wudu, also von der Gebetswaschung, aufgefangen wird und benutzt wird, um Grünflächen zu bewässern, dass bereits jeden zweiten Freitag eine Freitagspredigt zum Thema Naturschutz und Umwelt gehalten wird, um Wassereinsparungen vorzunehmen. Also da war ich so überrascht, und das hat mir wieder die Augen geöffnet, dass wir eben vorsichtig sein müssen mit unserer Perspektive auf andere Konzepte, mit unserer häufig auch hier aus dem hiesigen Kontext geprägten Perspektive auf Welt. Nichtsdestotrotz kann man natürlich trotzdem sagen, ja, es stimmt, gerade in vielen muslimisch geprägten Ländern spielt dennoch das Thema an sich, gerade vielleicht im wissenschaftlichen Diskurs an einigen Stellen dergleichen, nicht eine so krass tragende Rolle vielleicht, oder nicht in dieser, oder gerade auf dieser aktivistischen Ebene, dass man so viele Umweltvereine vielleicht findet, wie wir sie hier in Deutschland haben, wobei man dazu sagen muss, das ist etwas Urdeutsches, dass wir so viele, diese Vereinsstruktur ist etwas Urdeutsches und hat vielleicht auch nicht mal ganz so sehr mit dem Umweltschutz an sich zu tun. Das hat natürlich damit zu tun, dass man andere Kämpfe zu kämpfen hat. Also das merkt man auch hier in Deutschland, dass das Thema hier in Deutschland Umwelt jetzt erst im Kommen ist, weil man auch in den letzten Jahren und immer noch Daseinsberechtigungskämpfe führen muss. Das heißt, Muslime in Deutschland müssen immer noch erklären, warum sie Teil Deutschlands sind und kämpfen daher einfach an einer anderen Front. Also das ist dann die Hauptherausforderung. Was eben nicht eine Abwertung des Themas Umwelt bedeutet, sondern einfach nur, dass man Prioritäten irgendwie setzen muss und eben andere Prioritäten, das ist sehr gut und sehr wichtig, im Thema Antirassismusarbeit zum Beispiel setzen. Und das ist halt in vielen Ländern auch so. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet und der Luxusgedankenaspekt auch nochmal hinreichend erörtert. Und jetzt zu Fragen nach dem Wegweiser, Tiere als Wegweiser. Ja, natürlich, Tiere sind in der Tat gerade koranisch unglaubliche Wegweiser. Insofern, das ist super spannend, dass Tiere sogar im Koran oder in diesen koranischen Narrationen häufig im Kontext von Propheten in Erscheinung treten und dabei bewirken, dass Propheten ihr Verhalten umändern. Du hast das schöne Beispiel mit dem Raben erzählt, noch Kabil und Abel natürlich. Das ist natürlich das klassische Beispiel, wo der Rabe vorführt, wie eine Kultur, die bis heute an noch vorhanden ist, das Begraben von Toten, dass er das erlernt hat. Das heißt, wir haben hier Tiere als Kulturvermittler fast schon. Aber auch im Kontext von
Die Ameisen zum Beispiel, wenn wir an Salomon im christlichen, also im muslimischen Suleiman, also im islamischen, im arabischen Kontext Suleiman, bitte entschuldigen Sie. Genau, Suleiman ist zum Beispiel ja der Prophet, der mit Tieren sogar sprechen konnte und Dschinns und so weiter und so fort. Und ja, dann mit seiner ganzen Herrschaft, das muss man sich so bildlich vorstellen, so in dieser koranischen Narration, die mit Bildern arbeitet natürlich, ganze Herrscher ist am Laufen und plötzlich spricht eine kleine Ameise und eine Herrscher riesig, spricht sie und warnt ihre koranisch, ihre Gemeinde oder ihre Gemeinschaft, nicht Gemeinde, sondern ihre Gemeinschaft, davor, dass Suleiman gleich kommen würde und sie alle zermalen würde, da er nicht nachlässig wäre, im Blick auf sie. Und daraufhin stoppt Suleiman und die ganze Herrscher stoppt mit ihm mit und dankt Gott dafür, dass er quasi diese Ameise zu ihm spricht und im indirekten Kontext und er wird an Gott erinnert. Das heißt, hier wird dem kleinsten, also hier geht es nicht um Qualität, sondern um Quantität, sondern um Qualität. Das kleinste Tier kommt hier zu Wort und bewegt, das ist eine Veränderung im Verhalten eines Propheten. Und was macht das überhaupt? Dass er innehält für ein Tier. Was macht das mit uns in unserem Umgang, wenn er quasi schon einer Ameise in dieser Narration eine solche Aufmerksamkeit gibt? Und aus einer muslimischen Theologin natürlich bin ich überzeugt davon, dass jede Erzählung, jede Narration ihre Seinsberechtigung hat, die uns das vermitteln will, uns ethische Komponenten vielleicht auch mitgeben möchte. Und dann muss man sich natürlich die Frage gefallen lassen, welche Tier- und hier umweltethischen Aspekte ziehen wir eben aus diesen Narrationen, wo Tiere, aber auch andere, also auch andere Wesen, als Wegweiser, als Erinnerer, als spirituelle Kraft dienlich sind. Ja. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet, wenn auch sehr umfangreich. Auf jeden Fall. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, bevor ich dann nochmal die Frage von unseren ZuschauerInnen aufgreife, möchte ich nochmal eine zweite einbringen. Und zwar wieder sehr alltagsbezogen auch. Ich finde es immer spannend, dass man solche Vorträge sich anhört und dann bewusster wird oder dass man denkt, man wird bewusster, nach dieser Veranstaltung sieht man dann plötzlich eine Spinne an der Wand und plötzlich löscht sich alles, was ich jetzt bisher gesehen habe und die Spinne, dann steht man mit der Spinne Angesicht zu Angesicht, was mache ich jetzt? Also gerade in solchen Situationen finde ich es wirklich schwierig oder man muss sich das, glaube ich, wirklich antrainieren, dass man in der Situation nicht einfach den Staubsauger einfach herholt und einfach die Spinne tötet, weil Einsaugen ist auch Töten, sondern dass man da wirklich entweder die Spinne einfach in Ruhe an der Wand gehen lässt oder sie irgendwie in den Freien rauslassen kann. Genau diese, also ich finde es wirklich schwierig oder mit dieser Ausführung wollte ich wirklich nochmal bemerkbar machen, dass das wirklich eigentlich passiert, vielleicht nur mir, aber dass man einfach von dem Vortrag total überzeugt rausgeht, aber auf die Minute es dann doch vergessen kann. Und ich finde, das ist wirklich wichtig, dass man sich deswegen auch solche Vorträge immer und immer wieder anhört, dass man eben diese Sensibilität nicht verliert. So, du hast jetzt auch vorhin nochmal erwähnt, dieses Beispiel mit der Spinne und dem Propheten. Und trotzdem ist ja die Spinne ein Tier, wovor man sich ein bisschen ekelt oder sich fürchtet, obwohl sie doch so klein ist. Dann gibt es aber eben die Katzen, die stehen für niedlich oder eben Haustiere. Also wir kategorisieren eigentlich die Tiere mit von süß, niedlich bis zu eklig und böse. Also das finde ich dann auch wieder. Also es ist dann irgendwo wieder Rassismus und Diskriminierung. Wir Menschen sehen uns dann wieder irgendwie in einer höheren Position und meinen, wir könnten über die anderen Lebewesen hier irgendwie bestimmen. Und das, was wir mit anderen Menschen oder Gruppen machen, machen wir eigentlich auch mit den Tieren. Und das ist wirklich sehr schade. Und hier finde ich, wenn ich jetzt die harmlose Ameise an der Wand einfach nur aus Gemüt töte, ist das nicht ein Verstoß gegen du sollst nicht töten, Gebot? Ah ja, das würde jetzt sehr weit also sein. Das kann ich leider nicht, also da muss das Theologin bleiben. Nein, das kann man leider nicht so sagen, in der Tat. Also du hast getötet, in der Tat. Die Frage ist natürlich, wie man dieses Gebot verstehen macht, du sollst nicht töten. Du hast getötet, ja.
Und die Frage ist natürlich, das finde ich immer so, das finde ich so schön oder das finde ich spannend im Umgang gerade mit Tieren, was es über mich sagt, wenn ich keine Probleme damit habe, Tiere zu töten. Und sei es eben auch die Mücke einfach nur. Das heißt nicht, dass ich sie nicht töten soll. Es gibt, also das ist ja das Dilemma des Menschseins. In unserem Sein, dadurch, dass wir existieren, sind wir schon am Töten. Also wir zerstören ständig. Und dieses Dilemma hatten viele, viele PhilosophInnen und DenkerInnen vor mir, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Wie gehen wir damit um, mit dem Dilemma, dass wir eigentlich leben und dabei töten? Dafür müssen wir nur in die Bahn steigen oder in den Zug und losfahren und zerstören dabei schon tausende Insekten, die dann gegen die Fensterscheibe knallen. Das heißt, das ist das Dilemma. Aber die Frage ist, was macht das bewusste Töten mit mir? Oder das grundlose Töten? Etwas, was mich vielleicht noch nicht einmal großartig stört. Was macht es mit mir, dass ich keine Probleme mehr habe, dass ich vielleicht meine Augen abgestumpft sind für Gewalt gegen Tiere, wenn es um ein bestimmtes Tier geht. Ich habe ein großes Problem damit, wenn, und da kommen in der Tat wieder Machtdiskurse zu sprechen, oder auch, wenn es darum geht, dass Menschen zum Beispiel eben in bestimmten Ländern, Regionen dieser Welt Hunde zu bestimmten Ereignissen töten. Aber ich habe, und dann sind die auch Aufschreie groß, ich habe aber kein Problem damit, wenn eben Schweine auf diese Art und Weise, und perverse Art und Weise zu teilen, in Deutschland getötet werden oder in Mitteleuropa oder in sonst wo auf der Welt zu meinen Zwecken. Das heißt, ich muss mir die Frage stellen und gefallen lassen, wie ich meine Hierarchie hier deute, wie ich sie überhaupt setze, wie ich sie überhaupt begründe, warum mir hier Schweine fern, also nicht so nah sind wie Hunde zum Beispiel, ob es überhaupt einen Unterschied für mich machen sollte, ob ich eben Schafe, Schweine oder Hunde töte. Setze ich hier die koranische Erlaubnis einfach nur voraus und sage, ja, Gott erlaubt mir, Schafe zu töten, daher tue ich das jetzt auch und so weiter und so fort. Das heißt, all das ist ein Akt der Selbstreflexion und der Auseinandersetzung mit den eigenen Traditionen, sich auseinanderzusetzen mit den eigenen Traditionen, zu fragen, was bedeutet eben dieser Akt des Tötens und wie sensibilisiere ich mich für diesen Akt des Tötens? Und da kommen wir, glaube ich, zu einem Überbegriff, ein Modetrendwort fast schon, das Thema Achtsamkeit. Und das Thema Achtsamkeit ist ja auch etwas, was wir gerade in vielen Religionen schon so als Wert mitbekommen, so dieses sich bewusst sein über das, was man tut. Also auch im islamischen Kontext, wenn es das heißt, betrete das Haus mit der rechten Tür, verlasse es mit der linken Tür, wenn du isst, iss es, oder wenn du betest, dann bete. Also da finde ich schon bestimmte kleinere Dinge, die man heute mit Achtsamkeit einfach deuten würde, was in der islamischen Mystik aber jahrelang Tradition hatte und auch fernab der islamischen Mystik. Und da müsste man sich natürlich die Frage stellen, der Achtsamkeit, also wie verhalte ich mich wann und welche Beweggründe sind gegeben in dem Kontext? Was für einen Mehrwert hat es oder was für einen Mehrwert hat es, wenn ich ein bestimmtes Tier leben lasse? Und vielleicht zu guter Letzt zu dieser Fragestellung, was ich nämlich auch immer sehr, sehr schön finde, ist der Gedanke an die Hadsch, an die große Pilgerfahrt. Und das wurde mir vor allem selbstbewusst, als ich vor Ort war und es dann hieß, dass man während der Pilgerfahrt, wenn im Ihram-Zustand, also das ist der Zustand für jene, die mit dem Begriff nichts anfangen können, das ist der Zustand, der Weihezustand, quasi bevor man bei der großen Pilgerfahrt den großen Akt beginnt, und zwar den Akt der Hajj, also der Pilger, der Grund der Reise, das Ziel quasi fast schon erreicht, wenn es um den Beginn der einzelnen Religionen Stationen geht, soll man in den Ihram-Zustand, in diesen Weihezustand gelangen. Und der Weihezustand wird bei vielen ja so als der Nonplusultra-Zustand schlechthin bewertet. So, höher kannst du Gott oder näher kannst du Gott nicht sein als in diesem Ihram-Zustand. Und in diesem Zustand, wo wir quasi am reinsten, in Anführungszeichen natürlich, wie auch immer man den Begriff Reinheit hier verstehen mag, aber in diesem Zustand der absoluten Reinheit fast schon, kurz vor der absoluten Vergebung wiederum, kommt man und sagt, jetzt ab diesem Moment darfst du nichts mehr töten. Und dazu zählt eben auch die Mücke, dazu zählt die grieche Ameise, dazu zählt sogar das Zupfen des Grashalms. Das heißt, in dem Moment, wo du bewusst auf einer Wiese sitzt und ein Grashalm zupfst oder eine Blume pflückst, bist du raus aus diesem Zustand. Musst du wieder quasi Mekka verlassen, die Absicht neu nehmen und wieder hineingelangen in diesen Ihram-Zustand. Also warum ist das hier so gesetzt? Welche Aspekte spielen hier eine Rolle? Historische, aber auch religiöse Komponenten spielen hier bestimmt eine wesentliche Rolle, aber eben auch spirituelle. Also was sollte es mit mir machen oder was macht es mit mir in diesem Reinheitszustand, dass ich nichts töten darf, dass ich
Natur Natur sein lassen muss, quasi. Dass ich bestraft werde, ich bestraft nicht, aber dass ich aus diesem Zustand gelange mit dem Töten, willentlichen Töten eines jeden Insektes, egal wie klein es ist. Und wenn die aber die große Pilgerfahrt als etwas betrachten, das zu erreichen, wie auch im Alltag ermöglichen sollten, dann müsste ich mir auch im Alltag fragen, wie schaffe ich es in meinem Alltag, diesen Ihram-Zustand beizubehalten. Und dazu gehört dann für mich zu versuchen, bestimmte Elemente dieses Ihram-Zustands in meinem Alltag zu implementieren. Genau. Ich neige immer dazu, sehr umfangreich zu fragen. Nee, es ist ja auch Dankeschön. Gerne. Kann ich gerne auch mal weitermachen mit den Fragen aus dem Publikum. Sehr gerne. Und zwar bezüglich der Zerstörung der Umwelt und der Arten. Inwieweit ist die industrielle Halal-Schlachtung heute überhaupt halal? Müssten wir dann nicht nur die Schlachtung, sondern auch die Zustände, wie Tiere gehalten werden, beachten, um mit gutem Gewissen das Fleisch zu konsumieren? Vielen Dank. Das ist so, das war die Frage, die gestellt werden müssen. Sonst hätte ich mich gewundert. Weil bei jedem Vortrag kommt die Frage nach Halal. Und das finde ich auch wichtig. Und ich freue mich immer, wenn ich dann darauf antworten kann. Weil ich weiß, dass es ein Thema ist, was viele MuslimInnen beschäftigt, aber auch nicht MuslimInnen. Insofern sie mit dem Thema der Halal-Schlachtung häufig, und da kommen wir wieder zu Rassismusdiskursen, dieses Barbarische assoziieren und dergleichen. Ja, da bin ich ganz bei Ihnen und ich plädiere da immer die Perspektive, wenn wir über Halal-Schlachtung sprechen, auch auf die koranischen Verse zu achten, wo es um Halal und Tayyib geht. Also im Koran ist ja davon die Rede, also ist von dem, was Halal, also Halal und Tayyib, das ist sowas wie ein Und mitgedacht. Also ist von dem, was Halal, aber eben nicht nur Halal, sondern bestenfalls auch Tayyib ist. Das heißt, es gibt natürlich einen Mindeststandard für die Schlachtung und dieser Mindeststandard ist in der Tat relativ schnell erreicht. Dieser Mindeststandard ist erreicht, wenn das Tier möglichst die Besmallah hört, wobei es auch da Ausnahmeregelungen gibt, wenn bestimmte Kriterien beim Schlechter erreicht wurden und dergleichen. Darüber lässt sich nicht diskutieren, also lässt sich bitte unbedingt diskutieren, aber ich meine damit, in der islamischen Geistesgeschichte gab es schon so einen Konsens in diesen Punkten. Nichtsdestotrotz wurde auch in der islamischen Geschichte dieser Aspekt des Tayyibs nicht unberücksichtigt gelassen. Das heißt, man hat diese, also Halal ist ja so dieses die rechtliche Ebene, rechtlich erlaubt. Und Tayyib ist der arabische Begriff für das Gute, das Reine und dergleichen. Man hat versucht, diesen Begriff auch außerhalb der Ethik zuzuschreiben, aber das war nicht problematisch. Ich finde, der Begriff Tayyib lässt sich sehr gut im ethischen Kontext verstehen. Das heißt, ich verstehe dieses Wort bei Halal und Tayyiben daher auch als eine Konstruktion zwischen rechtlich erlaubt und ethisch erlaubt. Das heißt, ich muss mir die Frage stellen, wenn ich Fleisch zum Beispiel konsumiere, inwiefern das, was ich esse, eben nicht nur rechtlich erlaubt ist, wie vieles auch im Alltag rechtlich erlaubt ist. Und dann haben wir immer diese Grauzone, wo man aber aus einem guten Gefühl, aus einem moralischen Empfinden es dabei belassen würden und sagen würden, das ist ethisch, aber also fühlt sich ethisch nicht korrekt an. Und das ist eine Aufforderung, die hier gegeben ist. Vielleicht auch eine Freiheit, die für viele schon eine Herausforderung wäre. So betrachte ich das zumindest. Das heißt, ich als Mensch des 21. Jahrhunderts und in dem riesigen Kontext, wo ich die Privilegien habe, auch auf Fleisch zu verzichten und dergleichen, muss mir natürlich die Frage gefallen lassen, für welches Fleisch entscheide ich mich? Inwiefern ist das für mich in Ordnung, eben Fleisch zu konsumieren, das mich eigentlich nicht großartig unterscheidet von anderen Fleischsorten? Ich finde es auch immer wieder interessant, dass ich hier immer Utopien zerstören muss und auch Bilder und dergleichen. Viele assoziieren mit Halal-Schlachtung so diese grüne Kuh, die Kuh über der grünen Weide, die freiwillig zu mir gelaufen kommt und sich hinlegt, um sich schächten zu lassen. Das ist eine schöne Art und Weise, mit dem Thema umzugehen, um sich vielleicht ein gutes Gefühl am Ende des Tages zu haben. Aber in der Tat unterscheidet sich hier im hiesigen Kontext die Halal-Schlachtung in den wenigsten Fällen. Ich sage nicht in allen Fällen, es gibt mittlerweile sehr große Anbieter, Josephs Bio, um hier einen genannt zu haben, und so gleichen, die hier ein anders vorgehen. Aber in der Regel, wenn ich Dönerfleisch für 3,50 Euro beziehe, kann ich nicht erwarten, dass das, was ich mit Halal-Schlachtung aus dem Dorf meiner Mutter assoziiere, hier vielleicht immer noch gegeben ist. Das heißt, hier muss ich davon ausgehen, dass die Halal-Schlachtung maximal aus einer islamisch-restlichen Perspektive einiger Denkschulen, einiger Rechtsschulen, der Hanafi und dergleichen, vielleicht das Mindeststandard erreicht, aber das wäre es dann auch.
Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob wir diese ethische Komponente im 21. Jahrhundert aber nicht zu einer Ebene erheben müssen, wo wir sagen, inwiefern tangiert das doch diesen Begriff des Halals, inwiefern müssen wir den Begriff Halal heute im Kontext des Tieres anders deuten und die ethische Komponente doch teilhaben lassen und dergleichen. Ich glaube, es war im Turnier, der mal sagte, Tayyib ist das, was, wenn du es tust, Gott mit dir zufrieden ist. Wenn du es tust, du weißt, dass Gott mit dir zufrieden ist. Mhm. Und ich glaube, mit diesem Gefühl, Fleisch zu essen, also vor dem Fleischessen, sich diese Frage zu stellen, ich glaube, die können viele wirklich selbst beantworten. Und wenn nicht, dann einfach ein paar Dokus zum Thema schauen. Dann ist sowieso der Appetit besser. Mhm, danke. Vielleicht noch aber ganz kurze Anmerkung. Also wer sonst Interesse hat, kann mich gerne anschreiben. Also weil ich habe im Rahmen einer Forschungsarbeit, die ich gerade auch unternehme, eine Halal-Schlachtungshöfe in Deutschland besucht und eben leider diese Zustände beobachten dürfen, die wir halt leider in vielen Metzgereien beobachten müssen, wo wie gesagt, also von Kassettenspielrekorder, also das waren letzten, also Kassettenrekorder habe ich vor 12 Jahren gesehen. Das letzte, was ich so gesehen habe, war einfach ein Bluetooth-Box, wo die ganze Zeit Bismillah lief, also im Hintergrund, und die war angeschaltet. Und die Tiere wurden dabei geschlachtet. Und das ist die Art und Weise, wie man das zu Halal macht. Und das sagt schon alles aus über die Frage nach Halal im heutigen Kontext. Und wem alles anderen Alternativen zu teuer ist oder dergleichen, der ist einfach in diesem, das ist wirklich ein Luxusproblem. Also das ist, Fleisch zu essen ist ein Luxus. Und daher wird man sich die Frage, und Fleisch kann kein Geld dieser Welt, kann Fleisch aufwerten. Also selbst wenn es 90 Euro kostet, wird es nicht aufwerten, was das Tier hier für eine Bedeutung hinterlässt. Das ist halt daher die Frage sowieso, ich versuche das immer subtil mitzugeben, sich die Frage gefallen zu lassen, wie stehe ich heute im 21. Jahrhundert mit, wie sehe ich mich konfrontiert, wie lasse ich mich konfrontieren mit dieser Frage und inwiefern sollte ich da nicht einen anderen Weg für mich wählen. Mhm. Genau, so ein bisschen, das musste einfach kurz gesagt werden. Dankeschön. Ja, dann mache ich mal weiter mit den restlichen Fragen. Dann wären wir auch wirklich so weit. Wie könnte man dieses relevante Thema gesellschaftlich, / politisch umsetzen? Die muslimische Community sensibilisieren? Haben Sie Erfahrungen mit konkreten Projekten gemacht? Ja, also das Thema wird ja vermehrt auch von AktivistInnen, muslimischen AktivistInnen aufgegriffen. Denken Sie an die Umweltschutzorganisation No Energy, HIMA, Green Deal, die es mittlerweile auch in Hamburg, nein, in Berlin gibt. Das heißt, wir haben mittlerweile sehr viele muslimische Vereine, die das Thema, die versuchen, in der muslimischen Community zu sensibilisieren. Und ich glaube, dass das kommt gerade wirklich, wird immer stärker, immer mehr Gruppen setzen Zeichen. Wir haben immer mehr muslimische, nicht nur AkteurInnen zum Thema Umweltschutz, sondern auch ganz, ganz konkret, also ganz, ganz kleine Nischenfelder. Also zum Thema Muslim sein, vegan sein. Oder VegetarierInnen oder eben NaturschützerInnen im Bereich der Artenvielfalt, AktivistInnen. Also wirklich, wir haben ganz viele Bindestrich-AktivistInnen, die mittlerweile unglaublich gute und wichtige Arbeit machen und auch in die Moscheen hineingehen. Das heißt, gerade für diese praktische Ebene empfehle ich daher die Vereinsarbeit oder den Weg über die Vereine zu suchen, damit diese ihnen Handlungsanweisungen geben. Gerade kurz vor Ramadan finde ich es immer sehr schön, dass diese Gruppen immer stärker auch dazu aufrufen, das Ramadan zu nutzen, um sich zu sensibilisieren, in der Community Sensibilisierungsarbeit zu leisten und dergleichen. Aber was gesagt werden soll, was wichtig ist natürlich bei diesem Thema, wovon ich mich auch hüte, eigentlich, ich hoffe, ich habe das heute nicht getan, das hat auch die Herausforderung, wenn man Wissenschaftlerin und Aktivistin sich versteht. Die Herausforderung besteht darin, dass man dabei, finde ich, immer versucht, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen. Das heißt, wenn man selbst jemand ist, der versucht, vielleicht bestimmte Themen zu implementieren im eigenen Leben, heißt das eben nicht, dass ich das von jedem um mich herum erwarten kann. Das heißt auch nicht, dass ich Existenzängste bestimmter Personen kenne, die Kämpfe, mit denen die Person gerade zu kämpfen hat, weswegen sie vielleicht gerade in ihrem Leben andere Prioritäten setzt. Das heißt, hier beginnt so die islamische mystische Perspektive auf das Herz, dass ich erstmal selbstreflektierend mit mir selbst beginne und dann mit meinem Sein andere anstecke. Das ist, glaube ich, ein schöner Weg. Und dabei eben natürlich der Weg der Mitte, was auch immer der Weg der Mitte hier sein mag.
Danke, dann mache ich gleich mal weiter. Eine etwas andere Frage. Fängt der Respekt und Wertschätzung vor den Tieren und Arten nicht schon damit an, dass man einen realen Bezug zu ihnen herstellt? Also ich finde es irritierend, dass unser Bezug zu Tieren eher surreal ist und wir abgekoppelt voneinander leben. In erster Linie, insbesondere im Kindesalter, erfolgt der Bezug über Zeichentrickfilme oder Spielzeuge, die Tiere unreal darstellen. Wenn wir an Biene denken, denken wir an Biene Maya. Wenn wir Bär sagen, denken wir an einen Teddybären und so weiter. Erfordert es nicht viel mehr, die Tiere in ihrem realen Lebenskontext kennenzulernen, um uns bewusster zu machen, wie sie leben, wie sie wirklich sind? Eine sehr schöne Frage. In der Tat schon auch immer wieder überrascht, wenn ich mit Kindern spreche, die wirklich davon ausgehen, dass Fischstäbchen nichts mit Fischen zu tun haben. So. Das heißt, wir haben wirklich, also das ist natürlich eine Herausforderung von Menschen, so gerade im Kontext von Städteleben und dergleichen, dass man sich natürlich ein Stück weit entkoppelt hat in der Tat, dass die Verlinkung fehlt. Hier ist daher zum Beispiel auch Said Nasser Hussein, sehr interessant, der sagt, die Umweltkrise, also ein muslimischer Philosoph und Denker aus Amerika, glaube ich, iranisch-amerikanisch, der sagt, die Umweltkrise ist eigentlich eine spirituelle Krise des Menschen. Das heißt, insofern der Mensch sich entkoppelt hat von der Natur und den Bezug zwischen das, was ich vorhin erwähnte mit der Offenbarung, dass der Mensch wirklich den Koran als Offenbarungsweise Gottes kennt, aber nicht die Natur als Offenbarungsweise kennenlernen möchte. Das heißt, wir lernen alle den Koran auswendig, aber wer von uns kann Bäume unterscheiden oder so etwas? Oder bestimmte Insekten, Wespen von Bienen und so etwas? Dadurch, dass wir die andere Offenbarungsart Gottes oder Weise Gottes vernachlässigt haben, dass man eben aufgrund dessen mit der Umwelt so verfährt, wie man verfährt. Das heißt, es ist eine spirituelle Krise. Insofern ist diese Abnabelung zwischen mir und Natur und Mitwelt stattfinden lassen habe. Das heißt in der Tat, der erste Schritt in die richtige Richtung wäre in der Tat, sich mit der Natur in die Mitwelt zu begeben. Insofern ich lerne, mich in Sein zu verorten. Das geschieht dann, wenn ich natürlich, das merkt man auch, dieser Trend geht gerade voll hoch, von Bäume umarmen, über Waldtherapien, Baumtherapien, Pferdetherapien. Das heißt, ganz viel passiert gerade durch die Rückbesinnung auf das, was eigentlich so, wo wir eigentlich unsere gemeinsamen Wurzeln finden. Auch im islamischen Kontext, wenn wir daran denken, wenn es einen Dualismus gibt in diesem Kontext, dann haben wir eben mit Schöpfung und Geschöpfen. Und als Geschöpfe sind wir erstmal alle eins. Und der gemeinsame Nenner von uns ist eben dieses Erschaffensein. Und natürlich finde ich dann meine Beheimatung inmitten dieser Schöpfung. Also ich bin zu Hause dort, wo ich mit der Schöpfung bin. Und wenn ich, glaube ich, diesen Zugang erlerne, indem ich mich öfters, vor allem mit Kindern, also deswegen, ich bin ja ein großer Fan von Waldkindergärten und dergleichen, wo man quasi von klein auf diese Abhängigkeit auch lernt. Das geschieht aber auch dann, wenn wir zum Beispiel darauf achten, regional und saisonal zu essen. Das heißt, darauf zu achten, wie ist überhaupt der Lebenskreislauf? Wie findet er überhaupt statt, dass es Erdbeeren nicht unbedingt im Dezember gibt, muss ich erstmal lernen. Das heißt, hier brauchen wir auch wieder diese Achtsamkeitsebene, diese Übungen, wo wir lernen, dass wir auch ein Teil eines Zyklus sind, eines Gleichgewichts, Misère, wo es nicht nur um Leben und Tod geht und Vergehen quasi, sondern eben auch um etwas, was immer wieder kommt, immer wieder kehrt. Und das ist interessant, weil gerade im islamischen Kontext kennen wir das ja eigentlich. Wir beten 5-mal am Tag und orientieren uns dabei wir arbeiten sehr viel mit Elementen. Also wir arbeiten mit dem Wasser, wenn wir Wudu machen, das heißt, da haben wir schon ein Element, mit dem wir umgehen, also das Urnatürliche quasi, wenn wir kein Wasser haben, mit einem Stein. Wir orientieren uns bei den Gebetszeiten nach dem Mond und nach der Sonne. Das heißt, eigentlich sollten wir so ganz vorne dabei sein, wenn es darum geht, genau diese Ebenen zu kennen. Also jeder von uns weiß, was eine Mondsichel ist, weil wir uns halt danach orientieren. Aber wir haben das in den Sonnenständen auch wahrscheinlich noch. Aber da weiter zu forschen und festzustellen, was macht das überhaupt mit einem? Also was macht diese Abhängigkeit als Muslim oder Muslima von diesen Naturereignissen quasi, die tagtäglich stattfinden mit mir? Und was macht es im Kontext von Nahrung, im Kontext von Umgang mit Tieren, im Kontext auch von Winterschlaf von Tieren und dergleichen? Und ich glaube, wenn man da sich sensibilisiert, wird man ein neueres
vielleicht will ich sagen besser, weil das Wort ist auch wert das andere ab, aber einen erweiterten Perspektive auf Umweltwahrnehmung, Mitwelt. Und da habe ich auch, ich bin überzeugt davon, ich sage, wer zu Gott will, kann nicht ohne das Tier. Also ich brauche das andere, das Tier, aber das ist jetzt zu viel. Aber darüber können wir gerne auch über eine andere Plattform vielleicht diskutieren. Ja, sehr spannend. Ja. Oh Mann. Ja, ich mache dann mal mit den beiden letzten Fragen weiter, sodass auch alle Fragen geklärt sind. Siehst du einen Zusammenhang zwischen dem Kapitalismus und dem Artensterben, beziehungsweise unserem Lebensstil mit unserem Konsumverhalten und dem Artensterben? Wie sollten wir wirtschaften, deiner Meinung nach? Ja, das ist eine gute Frage. Absolut, natürlich. Der Kapitalismus, kann man nicht leugnen, ist natürlich mitverantwortlicher für Artensterben, weil es eben um dieses mehr und mehr und mehr geht. Das heißt, wir auch diese Fokussierung auf das Materielle, die mit dem Kapitalismus häufig einhergeht, mit einer mit dieser Geiz ist geil-Mentalität, die wir im deutschen Kontext sehr oft kennen und mit der auch geworben wurde. Und natürlich hat das dann damit zu tun, dass es irgendjemand trägt diese Kosten. Und die Kosten tragen eben Arten, die Kosten tragen Menschen aus anderen Regionen der Welt und natürlich auch Tiere, also Tier- und Pflanzenarten, aber auch Menschen. Das heißt, das heißt, die Frage nach dem Wirtschaften spielt hier ja eine große Rolle. Und auch da kann man wieder zurückkommen, da bin ich ein großer Fan, eben aus wenn es so um diesen Achtsamkeitsgedanken geht, um Zero-Waste-Gedanken auch und dergleichen, mir die Frage danach zu stellen, was brauche ich zum Leben? Womit befriedige ich meine Netz und womit befriedige ich eigentlich quasi, also was brauche ich, um was zu befriedigen? Und ich finde, der beste Monat, um das eben zu erproben, ist in der Tat der Monat Ramadan, wo es darum geht, dass wir auf Nahrung verzichten, auf Trinken. Aber natürlich geht es nicht um Nahrung und um Trinken, Reduktion, weil dann wäre das etwas zu wenig für diesen ganzen Monat. Es geht, davon bin ich überzeugt, vor allem darum, dass man diese Nahrungsminimierung quasi oder Nahrungsverzicht dazu benutzt, um sich zu entleeren. Man entleert sich derart, als dass man durch diese Entleerung feststellt, was brauche ich eigentlich wirklich zum Leben. Also wenn ich es schaffe, selbst auf Nahrung, also auf Nahrung zu verzichten, was eigentlich existenziell für mein Leben ist, schaffe ich es auch viel mehr zu verzichten. Und dann kann man auf einmal sich in sich hineinhorchen und fragen, womit fülle ich diese Leere, diese Nahrungsleere in mir? Und manche natürlich neigen dazu, vielleicht den ganzen Tag am Laptop zu sein. Andere konsumieren dann im Überschuss Kleidung oder dergleichen, um dieses Hungergefühl zu stillen. Und im Koranischen oder in der islamischen Geistesgeschichte wurde immer wieder davon gesprochen, dass man, wenn man, vor allem im Türkischen gibt es, glaube ich, einige Sprichwörter, die mir bekannt sind, wo es da heißt, wenn du hungrig bist, also im Ramadan, dann lese den Koran und er wird dich sättigen. Das heißt, ich muss mir die Frage stellen, was hilft mir dabei, das zu sättigen, die Leere, dieses Hungergefühl, was ich im Alltag verspüre, wenn es um Konsum geht, wenn es um Nahrung geht, und dergleichen, also um alles eigentlich. Und da ist, glaube ich, eben diese Selbstreflexion spielt eine große Rolle, in die ich mich begeben muss, um mir dann die Frage gefallen zu lassen, wie schaffe ich es auch gegen bestimmte traditionelle, fast schon traditionell verankerte Aspekte, die sich in den letzten 2-3 Jahrzehnten erst kristallisiert haben, so nicht die Nachkriegsgeneration, sondern jetzt so unsere Generation 2000er Jahre, so mit diesem Überkonsum umzugehen. Und das sei aber nicht nur im Kontext von Nahrung, sondern in allem. Das heißt, alles, was ich im übermäßigen Sinne tue, sei es eben auch Konsumieren von Social Media, Konsumieren eben von Nahrung, Überkonsum von Nahrung, Überkonsum von Kleidung. Und ich glaube, da ist ein guter Weg zu sagen, dass man versucht herauszufinden, wo habe ich das, also das ist etwas sehr Individuelles. Das heißt, ich kann nicht eine Handanweisung geben und sage, verzichte auf die Hose oder auf den Rock oder sowas. Sondern da muss man sich hineinhorchen und fragen, was habe ich das Gefühl, von was habe ich eigentlich zu viel? Also wo habe ich das Gefühl, dass ich zu viel habe? Zum Beispiel weiß ich bei mir, ich neige dazu, viele Kopftücher zu kaufen, warum auch immer. Und da muss ich mir natürlich die Frage gefallen lassen, wie schaffe ich es zum Beispiel hier Verzicht zu üben? Also durch Secondhand zum Beispiel, indem ich regelmäßig ausmiste. Das sind Kleinigkeiten, aber das sind Handanweisungen oder Anweisungen, die man so in die Hand geben kann. Und wo auch vor allem eben diese ganzen muslimischen AkteurInnen aus muslimischen Vereinsarbeit unglaublich viele wichtige
Themen mitgeben, aber auch fernab davon, also auch in nicht religiösen Kontext finden die ganz viele. Und das kann zum Beispiel eben vielleicht nur als kleiner Tipp zum Beispiel sowas sein, was ich zum Beispiel regelmäßig tue, ist meine Kleidung auf links zu drehen und alles, was ich nach einer bestimmten Zeit, zum Beispiel im Sommer, nach 6 Monaten immer noch auf links gedreht war, habe ich nicht angezogen und somit habe ich es nicht gebraucht. Und das muss dann weg. Und mit dieser Perspektive entleert man sich, aber man entleert sich, um zu empfangen. Und das, was man empfängt, ist viel größer. Stimmt. Ja. Wow. Ja, dann die letzte Frage. Vielleicht kannst du dazu noch 2 Sätze sagen. Mhm. Wir wissen, dass die Tiere und auch Menschen am Tag der Abrechnung Zeugnis gegen uns ablegen und ihr Recht fordern werden. Nun lässt es sich im heutigen Alltag jedoch kaum noch vermeiden, Umweltsünden zu begehen, denn wir konsumieren ja alle und sind kaum in der Lage, perfekt zu handeln. Wie kann man mit dieser Situation umgehen, sich diesen Sünden nicht entziehen zu können? Ja, also das ist das Problem. Also Umweltsünde ist schon so negativ behaftet. Ich versuche immer, diese Begriffe wegzulassen. Also vor allem sowieso im theologischen Kontext kann man hier kaum von Sünde sprechen. Aber auch so, weil man heutzutage, ich assoziiere mit Umweltthemen häufig so etwas Negatives. Das heißt, ich verlasse bestimmte Vorträge und habe danach so ein schlechtes Gewissen. Oh Gott, ich mache alles falsch. Ich muss mein ganzes Leben umkrempeln gefühlt und bin total auf der falschen Spur. Aber das will ich so nicht sagen. Also allein zum Beispiel sich diese Frage überhaupt zu stellen, zeigt eine unglaubliche Sensibilisierung, die bereits gegeben ist und zeigt so den ersten Weg in die richtige Richtung. So würde ich sagen. Also, wobei die richtige Richtung ist schon eine Wertung, die ich hier zurücknehme an dieser Stelle. Aber zeigt schon mal eine Sensibilisierung, die schon mal, wenn ich verstehe, dass die Fragestellerin gerne in diesem Kontext ihr Leben umkrempeln möchte, in diesem Kontext der Umwelt, also dass umweltethisch handelt und dass sie sich diese Frage stellt, ist schon mal daher positiv. Punkt 1. Punkt 2 wäre dann natürlich zu sagen, wie schaffe ich es, damit umzugehen? Da kommen wir eben zu dem Punkt, was ich vorhin nannte, das Dilemma, dass wir es nicht schaffen werden, jemals ganz davon wegzukommen, eben diese Umweltsünden, wie sie genannt wurden, zu begehen. Aber da kommen wir auch zu diesem schönen Aspekt oder diese schöne Perspektive auf Handeln im islamischen Kontext, wenn es denn da heißt, dass es um die Absicht geht. Also das heißt, wow, da hat jemand kurz seine Kamera an. Dass jede Person nach ihrer Absicht bewertet wird. Und das heißt, wenn ich mit der Absicht da dran gehe, zu sagen, ich möchte gerne zum Beispiel gerne weniger konsumieren, aber ich schaffe es nicht gleich in der Fläche. Und ich befinde mich aber in einem ständigen Kampf mit meinem eigenen inneren Schweinehund oder meinem eigenen Ego, dann bin ich schon auf dem richtigen Weg. Das heißt, was ich versuchen würde, und dazu motiviere ich immer wieder, eben nicht zu viel zu wollen. Weil dieses zu viel wollen, das ist das, was meistens bremst. Weil man dann sagt, okay, ich schaffe jetzt gar nichts. Beispielsweise reicht es schon, wenn man eben sagt, ich nehme mir jetzt vor, immer wenn ich ein neues Kleidungsstück zum Beispiel kaufe, gebe ich ein anderes ab. Also ich verschenke es, verkaufe es oder was auch immer, um einfach nicht mehr dieses Gefühl von Anhäufen. Oder wenn wir über Arten zum Beispiel schreiben, dass man sagt, ich nehme mir jetzt vor, auf meinem Balkon 2, 3 blumenfreundliche Pflanzen zu setzen oder vor meiner Haustür oder so etwas, um Tieren die Möglichkeit zu geben, mit zu konsumieren. Oder ich achte darauf, im Winter keine Erdbeeren unbedingt zu essen und dafür anderes regionales oder saisonales zu konsumieren. Und ich glaube, da muss man sich wirklich immer nur 1, 2 Sachen vornehmen, vielleicht alle 3, 4 Monate eine neue Sache. Und dann wird es alles andere von selbst kommen. Aber ohne sich da zu überfordern, weil das ist auch nicht ich würde behaupten, dass das auch nicht Gott gewollt ist. Der Koran, wenn man das so möchte, ist in 23 Jahren herabgesandt worden. Das ist ein Prozess der Selbstreflexion auf dem Weg, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich zu fragen, wo gehöre ich in der Welt hin? Wie verstehe ich mich selbst? Wie verstehe ich meine Mitwelt? Und wie gehe ich mit dieser in einem nachhaltigen Sinne um? Und wenn man das geschafft hat auf diesem Weg, dann ist man schon auf dem Pfad, den die Sprecherin, die Fragestellerin hier gerne gehen möchte. Ja, vielen Dank. Das war auf jeden Fall sehr bereichernd. Also du hattest recht, dass diese Fragerunden wirklich auch wirklich in einen anderen Fluss eingeben und ja, da eröffnen sich auch nochmal ganz andere Türen. Vielen Dank auf jeden Fall für den informativen und bereichernden Vortrag und die Beantwortung der Fragen. Aber auch vielen Dank an die Gäste, die hier heute da waren und geduldig bis zum Ende mitgehört haben.
Sie können uns auch in forumdialog.org finden oder auch von unserer Islam- und Umweltreihe. Am 6.10. ist das die letzte Veranstaltung zu dieser Reihe. Können Sie sich nochmal anmelden oder aber auch, wenn Sie Interesse haben, bei Porträts der Liebe, wieder ein Projekt von Forum Dialog. Auch da geht die Reihe weiter. Auch die können Sie mitfolgen. Und genau, wir freuen uns auf Sie. Danke nochmals, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für die tolle Organisation. Ja, gerne. Und wir hoffen, dass wir dich wieder bei uns mal begrüßen können. Vielleicht auch diesmal Präsenz. Schönen Abend noch. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.